Im letzten Video habe ich gezeigt, wie man Adressbücher, Kalender und Aufgaben synchronisieren kann mit einem Android-Gerät. Das gleiche wollen wir jetzt mal auf Windows machen. Ich war eigentlich immer ein großer Fan von Thunderbird, der wird aber in letzter Zeit kaum noch weiterentwickelt und jeden Kack muss man da nachrüsten mit einem Add-on. Da ist die Software EM Client deutlich besser und deshalb würde ich die jetzt hier auch mal empfehlen. Die Standardversion ist erstmal kostenlos. Und man kann da noch aufstocken zu einer Premium-Version. Aber wir bleiben jetzt bei der kostenlosen. Ich klicke hier mal drauf und starte den Download. Wenn es dann heruntergeladen ist, kann man es einfach mit einem Klick auf die Setup-Exe installieren. Hier bestätige ich natürlich und klicke hier auf Install. Auch das bestätige ich. So, die Installation ist abgeschlossen. Ja, man muss natürlich den nicht mitstarten, wenn Windows startet. Aber man kann hier die anderen zwei Haken erstmal gesetzt lassen. Der buxiert mich jetzt hier in die Windows-Einstellungen und offensichtlich muss ich hier bei E-Mail was umstellen. Deshalb klicke ich da mal drauf und wähle hier den EM-Client aus. Das sollte es gewesen sein. Ich schließe hier mal und hier öffnet sich jetzt eben EM-Client. Und jetzt müssen wir mal die komplette Einrichtung machen. Und je nachdem, was ihr halt für einen Anbieter habt, sieht das bei euch ein bisschen anders aus. Wir brauchen jetzt in dem Fall drei Sachen, und zwar eine Adresse für CalDAV, eine Adresse für CardDAV und ja die Konfiguration für die Mails. Das ist in der Regel ein IMAP und ein SMTP-Server, der da auf Verbindung wartet. So, wir machen mal Notepad auf und fangen mal an. Als erstes muss ich jetzt meine Mailadresse angeben. Ich habe mir bei meinem Hoster einfach mal eine angelegt und die heißt demo-video@usefulvid.com. So, dann sage ich hier Start Now. Und oft klappt das jetzt schon. Jetzt muss ich nur noch das Passwort erstmal eingeben und klicke hier auf Continue. Jetzt versucht es sich schon mal die Server-Konfiguration abzuholen. Hier kann man jetzt nochmal bestätigen, dass man dahin seine Zugangsdaten schicken möchte. Das mache ich jetzt für alle Tests, die er da macht. Die Domain gehört ja mir. Von daher ist das in Ordnung. Jetzt schauen wir mal, was er gefunden hat. Wir gehen hier auf Next und auf Finish. So, ich bekomme jetzt hier eine Warnung, weil irgendwas mit dem Zertifikat nicht stimmt. Und ich sage da auch mal Do Not Connect. Das ist jetzt hier so ein bisschen eine Spezialität von meinem Account, weil das ja bei einem Webhoster liegt. Ich vermute mal, ihr bekommt die nicht. Aber es macht ja nichts, jetzt mal ein bisschen mehr zu sehen hier. Ich gehe jetzt mal in die Account-Einstellungen. Und hier hat er sich tatsächlich die falsche Adresse gezogen. Mail.usefulvid.com ist nicht die Adresse, die ich hier stehen haben möchte. Welche da stehen muss, das erfahrt ihr bei GMX, Web oder Posteo, Mailbox.org, was ihr halt als Provider habt. Da muss man einfach mal schauen, was die für eine IMAP-Adresse haben. Mein Anbieter ist ja wie gesagt Hetzner. Und hier sehe ich jetzt die IMAP-Server-Adresse. Die kann ich mir hier einfach rauskopieren und dann hier einfügen. Jetzt muss ich den Port mir hier noch anschauen und am liebsten würde ich natürlich use SSL TLS if available, genau. Da sagt er hier Port 143 und welcher ist es wirklich? 143 passt hier auch. Okay, dann kann ich das hier so erstmal bestätigen. Jetzt gehen wir aber noch in die SMT-Konfiguration, die ist natürlich auch noch falsch. Auch hier haben wir wieder den anderen Servernamen, den ich mir schon kopiert habe und hier schauen wir auch, welcher Port es ist. 587 ist auch in Ordnung. Okay, passt. Dann habe ich schon mal zumindest hier meine Mails eingerichtet. Ja, hier kommt eine Testmessage. Das funktioniert soweit. Er konnte also verschicken und auch empfangen. Sehr gut. Jetzt kommt der nächste Schritt. Also bei euch kann jetzt die automatische Einrichtung schon geklappt haben, bei mir natürlich nicht. Und falls es bei euch auch nicht geklappt hat, dann müssen wir hier weiterschauen. Und zwar gehe ich hier im Menü wieder auf die Konten. Und jetzt will ich mal meine ganzen anderen Konten hier einrichten. E-Mail haben wir ja schon, das interessiert jetzt gar nicht mehr. Jetzt will ich mal einen Kalender einrichten. Hier, jetzt hier nicht wundern, man kann jetzt wild rumklicken, bringt aber nichts, man muss hier unten auf Next gehen. Jetzt braucht man die Kalenderadresse. Die kann ich mir hier in meiner Webmail-Konsole von Hetzner abholen. So, dazu gehe ich hier auf Kalender. Hier habe ich meinen Kalender, da gehe ich auf den Stift. Und auf Abonnement finde ich dann diese CalDAV-Kontoadresse. Diese CalDAV-Kontoadresse ist auch genau die, die ihr halt für WebGMX oder sonst was suchen müsst. Schauen wir gleich mal, wie das geht. So, das ist noch die alte Meldung, die interessiert mich nicht. Genau, Account Address, das ist die hier. Username und Passwort gebe ich jetzt ein und klicke dann hier wieder auf Next. Ja, dein Account Name kann ich jetzt auch nennen, wie ich will, egal. Fertig. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Kalender und Kontakte, und er erkennt schon, das finde ich auch immer ganz witzig, scheinbar, dass da auch eine Kontakt
Adresse hinten dran liegt. Ob das so funktioniert, naja. Ich gehe mal auf OK. Und jetzt wechsle ich hier auf Kalender. Und hier muss man jetzt aufpassen. Hier ist nämlich der lokale Kalender angelegt. Und hier haben wir den synchronisierten. Den will ich eigentlich haben. Ich weiß gar nicht, ob man den hier löschen kann. Aber auf jeden Fall kann man die Anzeige ausblenden. Und hier lege ich jetzt mal für heute irgendeinen Termin an. Und jetzt hoffe ich mal, dass der auch hier unten steht. Genau, also er ist im richtigen Kalender gespeichert. Gehe ich auf Save. Man muss halt hier draufstehen wahrscheinlich, dass er in dem Kalender ja gespeichert wird auch. So, und jetzt gehen wir zurück in den Kalender von Hetzner. Ich weiß nicht, wie ich irgendwie den zum Synchronisieren bewegen kann. Ich muss da mal ein bisschen wild rumklicken. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen Button. Ich drücke mal F5 einfach. Ja, und das sieht man jetzt schon hier am Samstag. Ist der Termin zu sehen, also die Synchronisation in dem Fall klappt. Und jetzt müssen wir auch mal gucken, wie es mit dem Adressbuch aussieht, ob da die Synchronisation auch funktioniert. Dazu gehe ich jetzt hier unter Kontakte und auch hier wieder aufpassen. Ich habe nämlich schon mal testweise ja einen angelegt und bin da auch in die Falle gelaufen. Den lösche ich auch gleich wieder. Ich muss den natürlich hier anlegen, in dem richtigen Adressbuch. Der heißt jetzt einfach mal YouTube und hier sieht man immer, dass er dann auch gleich nach dem Anlegen synchronisiert. Jetzt muss ich hier schauen, ob er da was findet. Ja, hier gibt es jetzt den Kontakt YouTube. Ja, da ist halt zweimal YouTube, warum auch immer. Genau, Vorname, Nachname, ja, weil er nichts anderes findet halt wahrscheinlich. Genau, wenn ich den jetzt hier lösche, genau. Ja, hier ist halt ein bisschen fummelig in dem Interface. Im Grunde richten wir es ja deshalb auf EM-Client ein. Müsste er hier den dann auch löschen. Ja, ist gleich gelöscht, Synchronisation hat funktioniert. Hätte jetzt diese Erkennung nicht funktioniert, dann hätte ich in meinem Fall hier nochmal die CardDAV-Adresse raussuchen müssen. Das geht hier, genau, hier habe ich die CardDAV-Konto-Adresse, die hätte ich mir jetzt hier kopieren können. Damit ist jetzt im Großen und Ganzen die Einrichtung komplett abgeschlossen. Ich kann hier in meine Mails gehen, ich kann Ordner anlegen, die werden dann auch zurück synchronisiert über alle Geräte. Ich kann meinen Kalender pflegen, hier sieht man auch, dass das drin ist. Tasks gehen auch, also Aufgabenliste, die kann ich mir hier aktivieren. Und Kontakte werden auch synchronisiert. Also jetzt ist quasi das Programm komplett eingerichtet. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass das der Grund ist, warum mir EM-Client so gut gefällt. Es hat halt eben alles integriert, muss nichts mit Add-ons nachgerüstet werden. Und man kann sogar, wenn man ganz wild treiben will, kann man sogar PGP-Verschlüsselung nutzen. Auch das ist hier alles integriert. Sogar ein Chat ist hier integriert. Also ja, alles drin. Und es hat eine sehr übersichtliche Oberfläche. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal in Kalender gehe, sieht man schon, ja, schöne Farben, kann man ändern, sieht eigentlich deutlich übersichtlicher aus als auch im Thunderbird.